Ich habe wirklich das Gefühl, dass Aaron ja mal der ist, der loszieht und alle Leute dumm macht, so mit seiner Art. Aber irgendwie ist es hier mal andersrum, dass Aaron hier wie der kleine Praktikant wirkt und Michael ihn ja erstmal richtig hops nimmt. So, Freunde, wir gehen rein und gucken uns von Aaron ein neues Video an. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals ein Video bei ihm auf dem Kanal. Von ihm auf dem Kanal hier bei uns im Stream angeguckt haben. Ich gucke privat immer recht viel Videos. Wo kauft man Panzer? Einen Tag mit Michael Manousakis. Let's go. Boah, das sind 30 km/h. Ich dachte, wir fliegen gleich los. Lenken, lenken. Ja, mach ich doch. Ich fahr doch entspannt hier rein. Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begleite heute jemanden wieder einen Tag, und zwar Michael Manousakis. Ihr kennt ihn alle, ja? Morlock Motors, Steel Buddies, der Typ, der immer on fire ist, der irgendwie alle Autos hat, zigtausend Panzer. Und ich fand ihn schon immer geil. Ich habe jetzt gesagt, komm, ich begleite dich mal einen Tag. Und er hat gesagt, jo, sei pünktlich, wir geben Gas und kommen hier nicht mit so einer Kacke hier nochmal neu ansetzen und sowas. Wir ziehen durch. Und jetzt gehen wir frühstücken. Bin gespannt, was sie machen. Guten Tag. Wunderschön. Freut? Oh, was? Riese. Ach Quatsch. Klar. So, weißt du, was wir hier machen? Hier frühstück ich jeden Morgen und mach meine Telefonate. Und ja, mein Team kommt erst noch. Du fängst jetzt direkt an. Ich glaube, wir chillen jetzt nochmal. Ja, wir können ja chillen. Easy. Komm her. Geiler Typ, Alter. Du merkst jetzt schon, der hat Feuer, ey. Frühstück oder nicht? Ich habe im Hotel, aber was nimmst du denn immer? Ja, hier ist ja immer super Frühstück. Die machen ja so Eier und dann machen Aufschnitt und sowas, richtig gut. Dann nehme ich da noch was Kleines. Was Kleines gibt's hier nicht. Es gibt hier immer nur den Endsieg. Sag mir ganz kurz, wer kommt denn von deinen neuen? Zwei Kameraleute. Michael, was machen wir jetzt? Frühstücken? Wir machen jetzt hier Frühstück. Ich bestelle ein bisschen meinen Blödsinn und telefoniere meinen Scheiß ab. 8 Autos für? Ja, für viel zu viel Geld. Sag doch mal eine Zahl. Eine Zahl zwischen 1 und 10, 7. Für 7.000 Euro, 8 Autos. Nein, nein, du hast gesagt, die sollen eine Zahl sagen. Aber wie viele Autos, was für Autos? Ah, die Dynamik gefällt mir irgendwie. So italienische Geländewagen. Ah, und was ist jetzt an dem doof? Bremsleitung, Hauptbremszylinder. Aber was ist eigentlich sein Hauptmodell? Ich muss sagen, ich habe also ich kenne ihn zwar, aber ich habe das nie jetzt so krass aktiv verfolgt. Kauft er einfach aus dem Ausland, bereitet die wieder auf und verkauft die dann hier in Deutschland oder wie? Getriebe mit Risse und ja, was heißt ja gesehen wie gekauft? Nee, das heißt nicht gesehen wie gekauft, sondern gekauft wie gesehen. Ja, ich habe das aber nie gesehen. Ja gut, und aber mit einem, also unter Schrotthändlern, wenn du sowas abmachst und sagst, pass auf, das ist so und so, dann ist das so und so. Ach wirklich, das ist ein Ehrenkodex? Ja, sonst kann es ja nichts werden. Also. Ja, ich frage mich sowieso, ich habe mich ja gestern mit dir beschäftigt, wenn du, sagen wir mal, in Ägypten Panzer kaufst, ja? Du kaufst in Ägypten keine Panzer. Wo kaufst du denn Panzer? Du kaufst nirgendwo Panzer. Pass auf, ein Panzer. Das ist geil, Alter. Alter, also komplett. Weil normalerweise, hab ich das Gefühl, dass Aaron ja mal der ist, der loszieht und alle Leute dumm macht, so mit seiner Art. Aber irgendwie ist es hier mal andersrum. Dass Aaron hier wie der kleine Praktikant wirkt und Michael ihn ja erstmal richtig hops nimmt. Ein Panzer zu kaufen ist immer ein Drama. Ein Panzer zu transportieren ist ein Drama. An einem Panzer rumzuschrauben ist ein Drama. Und den Kunden zu finden für einen Panzer ist auch ein Drama. Weil du kannst den Panzer nicht irgendjemand verkaufen, der da reinkommt. Arafat Abu Chak aus Berlin würde den immer nehmen. Den würde ich den nie verkaufen. Der muss ausgegossen werden mit Beton. Wo? Motorraum. Ah, okay. Oder der muss so weit klein geschnitten werden, dass der nicht mehr fährt. Oder der muss Motor ausgebaut sein, daneben stehen und die Halterung abgeschnitten. Das ist wirklich ein Drama. Hast du die ganze Bäckerei gekauft? Nee, das ist hier morgens so. Die Idee kann ich dir jetzt schon mal pitchen, wenn sie dir nicht gefällt, nicht gut, ist okay. Mhm. In einem Paket sind 20 kurze. Mhm. Wir ballern uns die nachher rein und dann machen wir ein Panzerduell. Ja, und ich weiß nicht, was sie dir erzählt haben. Aber ich habe echt eine leidende Autobude. Ne? Wenn da einer nachmittags oder mittags einen kurzen trinkt, ne? Der sitzt direkt auf dem Schleudersitz. Der verlässt das Gelände in halber Schallgeschwindigkeit. Okay. Und wenn dich jemand fragt, stell dich doch mal vor, wenn man dich nicht kennt. Ich bin Autoschrauber. Das wäre deine Vorstellung. Ja, was soll ich denn sagen? TV-Star.
Influencer. Influencer. YouTube-Star. Das ist geil, Alter. Nein. Wir wollten eigentlich schon lange los. Wir sind immer noch beim Früh. Ich frage sehr schlagfertig, gefällt mir. Wie dein Laden läuft, wenn du 8 Stunden am Tag hier isst. Ich lade jeden Tag einen anderen YouTube da ein und dann läuft das von ganz alleine. Ja. Also es riecht süß. Es riecht süß. Ja, es riecht wie du, süß und drollig. Wie groß bist du? Ich war mal 1,98. Wie viel bringst du auf die Waage? Heute Morgen 117,8. Ui, schon Kampfmasse. Aber du willst ja nicht mehr bekämpfen, oder? Nee, will ich nicht. Ja, aber meine Oma hat mir beigebracht, zu älteren Leuten höflich zu sein. Das ist der Scheiß, Alter. Komm, so, los geht's. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wo steht denn der Panzer? Hallo. Hallo. Komm, ich habe euch was Leckeres mitgebracht. Oh. Nein, das ist auch für nachher, das ist für jetzt. Ja, das bringt ist ohne, ihr das immer mit oder jetzt nur für die Kamera? Nein, immer. Nicht okay. Immer, aber ab und zu. So, komm, eins müsst ihr euch da rausholen. Und jetzt kommen wir her vom Essen, um hier nochmal zu essen. Nein, du verpackst jetzt hier Olivenöl. Das ist dein Olivenöl? Ja. Wie teuer ist das? 20 Euro, 19,90. 19,90. Und das war ein Riesendrama. Wo kriegst du es her? Pass auf, ich habe ja Familie auf Kreta. Ja. Und wir haben insgesamt, also bis vor dem Feuer, war ein großes Feuer, hatten wir so 20.000 Bäume. Ja. Und jetzt wird das untereinander vererbt. Ja. Aber das ist nicht wie in Spanien, wo das so die Bäume sind und die Reihen. Ja. Sondern zwei Bäume gehören dem Jorgo. Ah. Danach zwei Bäume dem Michali. Die drei Bäume gehören dem Orsona. Ah. Ein Baum gehört dem Elias. Dann ist der Elias. Ein Baum ist wieder dem Michali. Und dann die drei Bäume sind wieder von Jorgo. Okay. Und jetzt musst du da bei der Ernte helfen. Und wenn du auf die Idee kommst, diese Oliven, die du da über, in Kreta gibt es ja nur rauf oder runter. Es gibt ja, nicht gerade. Gerade ist am Meer und an der Straße. Sonst ist rauf oder runter. Okay. Also wenn du das dann da runter schleppst und schüttest das in den falschen Zuber. Was ist ein Zuber? Ja, das in den falschen Korb. Dann hat der Erste schon die Kanone in der Hand. Okay. Und zum Schluss pressen sie es dann, probieren, sagen, ist alles super und dann schützen sie es in denselben Tank. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wir machen jetzt das beste Öl. Ist es jetzt von Elias oder von Jorgo? Nee, das ist von uns allen. Und jetzt habe ich es hier im Laden. Okay. So. Und das wird verschickt? Ja. Wo kann ich es kaufen? Bei uns auf der Webseite. Wie heißt sie? Ja, Moloch Motors, ne? .de oder com? .de. Auf dem, mit dem Gutscheincode Aaron gibt es jetzt wie viel Prozent für 24 Stunden? 5. Komm, machen wir 10. Denn die Leute müssen doch kaufen, die wollen doch dein Öl mal haben. Jetzt können sie es über meinen Kanal 10% Rabatt. Weißt du was, bringen wir noch bei MyDeals rein. So, sehr gut. Mit dem Gutscheincode Aaron. Das will ich jetzt gucken, ob das wirklich drin ist. Ja, ja. Hat er wirklich hinbekommen. Der verpackt Öl, wenn ich abtelefoniert habe. Ich mache ein paar Probefahrten und dann sehen wir uns ja nachher oben. Ne? Komm her. Das oh, hier ist mal Revolutionary Soße. Ja, ja. Muss ich mitnehmen, das muss ich auch mitnehmen, das muss ich auch mitnehmen. Würdest du jetzt hier doch ein Praktikum nicht einen Tag mit? Ich dachte eigentlich, guck mal, wir sind schon bei der Hälfte des Videos. Ich dachte, es geht hier die ganze Zeit um irgendwelche Panzer und krassen Fahrzeuge und Humvees und alles. Jetzt sehen wir ja auch, wie er irgendein Olivenöl abpackt. Das große und das kleine Öl. Ist es wirklich so gut, wie er sagt? Es ist super. Also es ist ohne Scheiß, es ist wirklich so, dass mittlerweile sind wir alle abhängig davon. Keiner will mehr ein anderes Öl benutzen. Wofür benutzt man denn so viel Olivenöl? Ich weiß nicht, wann ich überhaupt mal Olivenöl benutze. Wofür denn? Für einen Salat macht man da so ein Dressing draus oder nicht? Ansonsten, wofür brauchst du denn Olivenöl? Was, Schlafzimmer? Was macht ihr denn mit Olivenöl? Manche trinken das halt? Ihr trinkt Olivenöl? Pfannengerichte? Ist Olivenöl überhaupt zum Anbraten gedacht? Ich brauche safe eine Flasche alle 2 Wochen? Fritteuse? Mhm. Das ist ja der. Und das Schmuck. Kauft einer, obwohl der Typ da mit Plauzen neben steht? Ja, das Foto ist ein bisschen unvorteilhaft. Nicht nur ein bisschen, okay. Weil das Bild ja da vorne so hässlich ist, würde ich noch mal ein ordentliches machen, dann könnt ihr das austauschen. Also wir sind jetzt mit dem Packen fertig. Ich habe 2 mal Öl gekriegt. Das läuft übrigens auch bei dem Moloch Motors Kanal ein Behind the Scenes. Da war Rosi gerade sprachlos, warum ich 2 haben wollte. Und jetzt suche ich den Chef, weil ich mache ja hier kein Praktikum. Ich bin ja der Begleiter vom Chef. Das heißt Geld zählen und Anweisungen geben und nicht packen. Jetzt sind wir gleich da bei den heiligen Hallen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so ist, wie als wenn ich das erste Mal bei Dumbledore im Büro in den Studios war, dass ich voll desillusioniert bin. Platter Reifen, muss ich ihm sagen. Guck mal, das ist ein Helikopter, da steht einfach... Boah, Alter, ich habe irgendwie Bock, einen Heli zu kaufen. Helikopter. Ich hatte echt überlegt, ob ich mir einen Heli kaufe, also quasi einen... Keiner, der mehr fliegt, so. Aber stellt euch mal vor,
irgendwann habe ich die Möglichkeit, so ein Lost Place Gelände zu kaufen. Und dann kaufe ich mir einen Heli, lass den Heli auf dem Dach mit einem Kran hochfahren. Dann wird er da festmontiert, geschweißt, betoniert, was auch immer. Und wenn man dann so Airsoft zockt, auf privater Basis, dann kann ein Team so beim Heli starten. Vor dem Panzer. Servus, der Andi, hi. Hey Andi, freut mich. Ich bin der neue Chef hier. Junge, wie sieht denn das da aus? Ach du Scheiße. Eieieiei. Da liegt ja alles rum. So, ne, glaube ich nicht. Mit dem Anzug, nein. Ich wollte gerade deine Gehaltserhöhung unterschreiben, Andi. Hat sich jetzt erledigt. Alter, was ein Albtraum. Warum Albtraum? Ja, weil wir so eine DC-3 haben. DC-3 ist ein? So ein Flugzeug. Flugzeug, ja. So, und jetzt rufen die an und jetzt wollen die das mieten. Am 13. bis 17. Februar. Ja, können Sie doch machen, hört sich ja gut an. Ja, muss bloß halt noch 250 Arbeitsstunden reingeschraubt werden. Du musst einen Pilot finden. Du musst bei dem Wetter nach England fliegen. Du musst am 13. da sein. Und nicht, ich habe eine tolle Idee, ich komme aus dem 16., weil das Wetter schlecht. Steht die ganze scheiß Filmcrew. Also für einen Film wollen die ein Flugzeug bei dir mieten. Film hat immer Geld. Ja, es geht so. Mit 4 Leute Crew, dann läuft das Taxmeter schneller als beim Prius in der Kölner Innenstadt. Was wollen die denn mit dem Flugzeug machen? Wir wollen auch eine Landung in der Normandie nachspielen. Ah, cool. Cool. Gleich doppelt so teuer. Meinst du? Ja, sag mal direkt, doch Normandie in der Landung. Ist ja immer was mit Krieg, da müssen wir diesen Krieg kriegen, doppelter Preis. Und dann muss das Flugzeug muss auch noch umlackiert werden. Oh, wer macht das denn? Das ist schon, wenn man da mal überlegt, was das für ein Businessmodell da im Hintergrund ist, für irgendwelche Filmtypen aus England irgendein Flugzeug zusammenschrauben und umlackieren, Alter. Ein Lackierer. Geht man da zu seinem Lackierer seines Vertrauens, wo man auch hingeht, wenn du bei der Mercedes eine Beule reinfährst, oder kommt da ein Experte? Das Riesenproblem ist, dass wenn du das jetzt lackieren willst, dann brauchst du... Was, musst du erstmal eine Lackierkabine rein in ein Flugzeug? Brauchst du ja normalerweise nur Lack. Ja. Und den Mann, der das macht, den Grundierung und die Halle. Ja. Das ist normal. Jetzt machst du das für ein Flugzeug und dann brauchst du sehr wahrscheinlich so viel Papier und Freigaben für Lacke, damit du die auf diesem Flugzeug überhaupt verwenden darfst. Und da müssen 6 irgendwelche Spezialisten drauf unterschrieben haben. Und da du keine Kanone hast mit Schalldämpfern, wirst du das in 2 Wochen nicht schaffen. Also, das stimmt. Ja. Mein Papa sagt aber immer, erstmal machen und hinterher die alles. Naja, das wenn das wenn das er in Brandenburg da was baut, baut er erstmal. Und wenn dann einer kommt, sagt er, oh, du, wusste ich gar nicht. Ja. Ha, das klingt nach Martin irgendwie, oder? Erstmal was bauen und wenn einer kommt, ja, das wusste ich gar nicht. Ich kann auch einige Unterschriften. Also, das ist dein täglicher Stress. Nö, nee, das ist jetzt einfach was Zusätzliches. Ah, was steht denn jetzt noch an? Was machen wir? Ich habe super eingepackt, du hast sehr tolles Öl. Ah, ich habe 2 Öle geschenkt gekriegt. Eins nehme ich zum Nutzen. Ein anderes wäre ich echt froh, wenn du es unterschreibst. Weil wenn du dann irgendwann mal tot bist, dann gehen ja die Preise hoch. Und dann sag, guck mal, ich habe originales Öl unterschrieben, 400 Euro. Ist manchmal wirklich da, dass ich keinen Schalldämpfer habe. Ne? Jetzt okay. Machen wir hier eine Probefahrt. Jetzt habe ich, wenn ich den jetzt bei dir bestelle. Er hat aber nicht so richtig Bock auf Aaron, kann das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Aaron so gefragt hat, ob er da mal einen Tag am Start sein kann. Aber eigentlich, er war kurz frühstücken mit ihm, dann soll er da irgendwie da ein bisschen beim Öl mitpacken helfen. So, dann hat Aaron gefühlt gesagt, ich habe ja keinen Bock mehr. Wo ist der denn jetzt eigentlich? Ich bin eigentlich mit dem Chef unterwegs. Chef am Telefonieren, hat eigentlich auch keine Zeit. Hm. Wie lange muss ich warten? 2 Jahre. So lange? Ja. Wenn ich den Fuffi so in der Hand drücke. Alter, der Typ ist ja ein Riese. Guck mal, wie klein Aaron daneben aussieht, Alter. Sag, schieb mich mal vor. Dann musst du 2 Jahre und so. Darf ich mit dem im Straßenverkehr fahren? Ja. Der ist aber sehr breit. Findest du? Ich hab Angst, dass ich irgendwo gegenfahre. Der ist genauso breit wie eine S-Klasse mit Spiegeln. Wirklich? So, wer fährt denn? Ich fahr dir was vor und dann fährst du was nach. Wo ist denn die Sitzheizung? Hier ist leicht frisch. Alter, wie weit die auseinandersitzen. Ein anderes Ding von dir, was doppelt so groß ist. Wie lange warte ich auf den, wenn ich den bei dir bestelle? Ist leider schon verkauft. Wofür braucht man den? Den brauchst du, um in so Baustellen im Ausland mit schwerem Zeug zu hantieren. Ah, okay. Den fährt eine Frau. Ja und? Da brauchst du ja keinen Pimmel, um das zu steuern, ne? Du wolltest
willst du nur sagen, meine Herren? Geil. Die Scheibe beschlägt. Ja, da hast du so rechts am Handgelenk ist so ein Gerät. Das kannst du hin und her wischen. Ach, ja? Ja. Oh Gott. Mo, mach doch mal deine Tür zu. Meine Tür ist offen. Kriegst du die zu, oder? Yeah. Mach doch mal deine Tür zu. Alter, hier mit dieser riesen Kamera. Junge. Das ist mir jetzt echt unangenehm, Timo. Oh, Timo. Du kannst das natürlich nicht die Tür am Öffnerhebel versuchen zuzumachen, ne? Wie groß ist denn dein... Hat Otto nicht auch so ein Ding? Oder? Ich glaube ja, ne? Vertrauen jetzt in mich. Ich hab einen langen Arm, ich krieg dich. Würd's nur umarmen? Also, nein, wir fahren jetzt hier raus, dann fahren wir hier hoch. Vor dem Friedhof drehen wir, okay? Und dann fahren wir hier runter, damit du dich ein bisschen an das Auto gewöhnst, damit ich sicher sein kann, dass wenn wir gleich auf die Straße mit den anderen Menschen gehen, damit da keinem was passiert. So. Vollkasko? Nein. Kann er absaufen? Schwer. Ja, so ab 1,20 Meter. Länge. So, und jetzt halt mal an, Bremse. Nur damit du ein Gefühl für die Bremse bekommst. Achso, ich dachte, ich habe es falsch gemacht. Nein, alles gut. Boah, das sind 30 km/h. Ich dachte, wir fliegen gleich los. So, Wende. Ja. Spiegel frei, aktiver Beifahrer. Ja, ja. Ja, lenken, lenken. Ja, mach ich doch. Ich fahr doch entspannt hier rein. Hopp, guck mal. Sorry, das war eine Dreipunktwendung. Da würden dir. Oh, warte mal auf die. Da würden dir die Ohren schlackern, wenn das alle so machen würden. Ah, ist das eine Automatik? Hey, warte mal, hat er nicht gerade gesagt auf D? Das heißt, es ist eine Automatik. Wie willst du denn Automatik absaufen lassen? Kann auch anfangen. Guck dir mal an hier. Super. Können wir damit in die McDrive fahren? Dann bin ich bei McDonald's der Coolste. Ja, stimmt. Ist alles immer Automatik bei den Amis? Ich weiß gar nicht. Wir waren noch nie mit dem Ding bei McDrive. Dann wäre es mal Zeit. Hupe geht. Der Verbrauch mit sowas bist du so zwischen, je nachdem, ob du jetzt so Gleitfahrt machst, zwischen 16 und 23 Liter. Schnapper, ich hab hier noch ein Wasser. Willst du einen Schluck? Nee. Weil dir bleibt sicher die Spucke weg, so gut wie ich fahr. Wer ist denn der potenzielle Käufer? Wer hat Bock? Also Leute, die auch Bock auf Technik haben. Ja. Dann Leute, die Bock auf Geländewagen haben und Leute, die so Geländewagen oder Militärfahrzeuge sammeln. Es gibt Leute, die sammeln das? Ja. Du findest das gut? Ich finde es gut. Weißt du, was das geil ist? Im Sommer, ohne Dach und ohne Türen, dann ist das richtig geil. Dann macht das auch richtig Spaß. Was muss ich denn in der Hand nehmen? Für so ein Auto? Ja. 50. 50.000? Mhm. Mit TÜV? Mit TÜV. 2 Jahre? Ja. Da hast du was verpasst. Der Michael hatte gerade Tränen im Auge, weil noch nie jemand so gut gefahren ist. Ist es dir schon mal passiert, dass du Ware gekriegt hast, die mit Schiff kam und jemand angerufen hat, boah, da war es aber ganz schön stürmisch, der Container ist im Meer? Nee, nicht im Meer, aber ich habe ja schon Autos gehabt, die sich losgerissen haben. Ich habe mal so 2 Oldtimer gekauft in Saudi-Arabien, hat der Zoll die kontrolliert in Saudi-Arabien, hat die nicht richtig wieder festgemacht. Oh, dann kam das Ding hier an und dann haben wir das aufgemacht, da war der ganze Boden voll mit kaputtem Plastik, Glas, Zierleisten, alles im Arsch. Scheiße. Ja, Pech sozusagen. Aber wir vergessen ja schlechte Geschichten. Genau, einfach weg, nächstes. Ist das ein Panzerwagen? Das? Nee, Werkstattwagen. Werkstattwagen, okay. Was soll denn da drin sein? Ich. Guten Tag. Guten Tag. Bist du gerade mit dem Großen gefahren? Ja. Er hat gesagt, guck mal, eine Frau fährt. Meinte ich, ey, Frauen haben, man braucht keinen Pimmel, um das zu fahren. Wenn du dich traust, kannst du dich gleich neben mich setzen. Ja, gerne. Also ich habe keinen Führerschein dafür. Ja, deswegen muss ich ja neben mich setzen. Ja. Ach so. Boah, das ist ein Riesending. Hier, ihr rangiert das rum, ich telefoniere und dann fahrt ihr eine Runde. Die Eisdiele hatte leider zu. Michael hat gar keine Zeit. Das war's jetzt. Aaron ist jetzt dahin gefahren, um mit Michael früh einmal kurz zu frühstücken, weil er da eh immer frühstückt. Und dann hat er sich kurz 30 Minuten Zeit genommen für die Rundfahrt da mit dem Humvee. Aber jetzt hat Michael ja keine Zeit mehr. Der muss telefonieren jetzt. Das war's. So. Soll ich dir bei einem Deal helfen? Nee. Aaron probiert nochmal und guckt nochmal, ob er doch nochmal mitgehen darf. Und er sagt, nee, mach du mal hier irgendeinen anderen Scheiß. Geh mich auf den Sack.
du sollst jetzt ein bisschen mit dem großen Auto rumfahren. Da freue ich mich drauf. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, und damit das Video nicht 38 Millionen Minuten lang wird, machen wir zwei Teile. Deswegen seid nächste Woche wieder dabei, wenn ich und Michael weiter seine Welt erkunden. Aber jetzt könnt ihr erstmal einen Daumen nach oben da lassen, kommentieren, was euch gefallen hat und schreibt doch mal, ob ihr das genauso feiert wie ich. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Na, okay, gucken wir mal, was nächste Woche abgeht. Das ist der beste Autofahrer in der Welt. Es ist unglaublich. Da steht jetzt ein Hubschrauber. Nein, die geht doch nochmal los. Zauber. Speditionen, Kräne, Zoll, ein Riesenalarm. Nichts, was wir machen, ist einfach. Boah, ich hätt gar keinen Bock auf den Job. Ne? Das will mir diese ganze Rumtelefonierei mit Zoll und Ausland und Logistik und dann. Oh, Alter, leck mich am Arsch. Ja. Ich freue mich aufs nächste Video, gucken, was da abgeht. Schaut auf jeden Fall gerne bei Aaron vorbei.